Heute zeige ich euch ein 1v1 gegen einen Flamer, der mich das Game vorher beleidigt hat. Hier habe ich einfach nur einen simplen Flick nach vorne gemacht und habe das Tor gemacht. Anschließend habe ich einen Kicker verloren, der hat das Tor easy peasy gemacht. Dann hat er einen Ground Dribble gestartet und ich konnte einfach den Ball nicht verteidigen. Etwas Pech hier. Beim nächsten Kickoff hatte ich einen Krampf im Finger, habe aber trotzdem etwas Glück gehabt und konnte den Ball hier easy peasy reinschießen. Anschließend bin ich zum Aerial, hier schöne Ballannahme, aber ich konnte den Ball nicht oben halten, er hat ihn gut verteidigt. Danach hat er wirklich einen schönen Flick gemacht, aber ich konnte ihn wunderbar verteidigen. Anschließend bin ich richtig schön hier hoch, schaut mal die Annahme hier und dann der Flip Reset perfekt rein. Beim nächsten Tor habe ich ihn mit Boost berumpelt und habe dann einfach nur einen schönen Flick über ihn drüber gemacht. Danach habe ich wieder einen Kickoff verloren und habe ein Tor bekommen. Ich muss unbedingt meine Kickoffs üben. Anschließend kam er zu einem 50, den er verloren hat und ich hier das Tor gemacht habe. Dann hat er einen schönen Air Dribble gestartet. Leider konnte ich es nicht verteidigen. Dann ist er nach dem Kickoff ohne Boost drauf. Hier seht ihr, dass ich einen Ball sneake. Er macht mir das Tor. Vielen Dank dafür. Und am Ende habe ich ihm noch einen schönen Ceiling Shot reingeknallt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.